Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Seam Hospital in einer neuen Aufnahmesession. Und ich habe es soweit geschafft. Ich habe es wieder hochgespielt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir waren. Es gab auch ein Erdbeben mal wieder und eigentlich ist das Level so gut wie geschafft. Wir müssen nur abwarten, bis wir die Meldung bekommen. 300.000 mussten wir verdienen. Alles stimmt, wir warten nur noch auf den Brief. Das kann ja heiter werden, hoffentlich kommt der Brief bald. Ich will dieses Level eigentlich nur noch beenden, weil das ging mir echt tierisch auf den Nerv. Und es war eigentlich ohne große Bugs. Es lief also ganz gut. Streckt hier uns die Zunge raus. Okay, genug rumgespielt. Wo bleibt die Nachricht? Nee, das ist nicht die Nachricht. Ja, wo bleibt hier die Nachricht? So läuft es eigentlich sehr gut, aber ich möchte das Level eigentlich nur noch beenden. Und da haben wir es. Hallo Extreme, herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Jungs vom Gesundheitsministerium schwer beeindruckt. Sie sind der Star im Gesundheitsministerium. Deshalb bieten wir Ihnen einen Job, Ihnen einen verantwortungsvolleren Job an. Sie erhalten 33.817. Aber es ist Ihre Entscheidung. Sind Sie an der Stelle im Nixdorf-Krankenhaus interessiert? Zum nächsten Level weit wechseln. Boah, endlich. Nur noch 3 Level, dann haben wir es geschafft. Das sieht aber nicht so gut aus. Erdbebengefahr. Nachdem Sie nicht nur das Konto des Ministeriums aufgefüllt, sondern auch noch die neue Limousine des Ministers bezahlt haben, können Sie sich jetzt wieder darauf konzentrieren, ein gut geführtes Krankenhaus zum Wohlergehen der Leidenden und Bedürftigen zu bauen. Eine riesige Zahl vervielfältigter Probleme erwartet Sie. Wenn Ihr Personal gut ausgebildet ist und Sie genügend Betten haben, wird jeder Winkel Ihres Krankenhauses belegt sein. Im Krankenhaus muss mindestens 200.000 D-Mark wert sein und Sie benötigen ein Bankguthaben von 400.000 D-Mark. Mit weniger werden Sie den Level nicht gewinnen können. Also 400.000 Geld insgesamt machen und das ist verdammt groß. Also die Möglichkeit zu erweitern haben wir definitiv. Gut. Ich würde sagen, wir machen es wie immer, ein Chirurg, den setzen wir ein. Berater, den nehmen wir natürlich auch und einen Psychologen. Hätten wir schon mal Startkapital, was das anbelangt. Eine Empfangsdame, die ist sehr gut, die nehmen wir auch. Gut, dann bauen wir die Rezeption, wir bauen 2 Pflanzen. So, das wäre schon mal das. Dann die allgemeine Medizin. Allgemeinmedizin bauen wir hier hin. Zack. Bauen wir auch direkt wieder 2 Stück. So, Raum Nummer 1. Dann Allgemeinmedizin, Raum Nummer 2. Bauen wir auch gleich auf. So, das wäre das. Das ist unser Mr. Berater. Der hat fast mittleren Wert, den nehmen wir auch.
Bänke, 6 Stück, Getränkeautomat, Heizkörper. Getränkeautomat bauen wir dorthin, den Heizkörper bauen wir hier hin. Die Bank brauchen wir jetzt nicht mehr. Allgemeine Diagnose. Nein, wir machen es anders. Wir bauen direkt hier die Pharmatheken direkt daneben, weil sie von der Größe her auch passen. Da bauen wir auch direkt 2 Stück von. So, Pharmatheke 1. Pharmatheke 2 folgt zugleich. Gut, jetzt brauchen wir noch 2 Schwestern. Die ist sehr gut. Dann die nächste. Die ist auch okay. So, das wäre das. Jetzt habe ich schon einen Frosch im Hals. Kardiogramm. Ist ja auch nur so ein kleiner Raum, bauen wir auch direkt mit daran. Dann haben wir hier schon mal alles direkt in der Nähe. Ah, die Feuerlöscher scheinen wohl irgendwie bei dieser Version gar nicht zu funktionieren. Ich kenne das noch von früher, dass wenn es Erdbeben gab, die Maschinen anfangen zu brennen und dann kann der Hausmeister reinkommen oder der Arzt und das dann löschen, bevor sie dann explodieren, aber das scheint hier irgendwie gar nicht mehr zu gehen. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Bauen wir da mal die Psychiatrie hin. Nein, die Psychiatrie. So, dann bauen wir auch wieder das Nötige, was wir dafür brauchen. Zack, da kommt der Psychologe rein. Natürlich müssen wir noch auf bessere Ärzte warten. Oder wir müssen sie halt wirklich in diesem Level ausbilden. So, das wäre das. Dann allgemeine Diagnose. Ich würde sagen, dann bauen wir die diesmal hier hin. Also was heißt diesmal, bauen wir sie überhaupt mal hier hin. Ich spiele den Level ja zum ersten Mal. Auch wieder Bänke hin. So, das lief ja jetzt bisher ganz reibungslos. Stellen wir nochmal 2 Hausmeister ein und ich hoffe, dass sie diesmal nicht rumbacken werden. Das war ja richtig nervig. Ich speichere das Ganze auch jetzt schon mal. Sicher ist sicher. So, das wäre das Problem. Dann können wir den OP-Saal, den bauen wir. Würde ich mal sagen, wird jetzt schon wieder schwierig werden. Bauen wir den hier hin? So. Pflanze bauen wir nicht da rein. Gehört sich nicht in einem OP-Saal, finde ich. Der OP-Saal steht auch. Bauen wir Bänke dran und eine Heizung. Bauen wir mal 6 Bänke. Oh,
Obwohl, das ist eigentlich Quatsch mit den Pflanzen. Müssen es ja nicht allzu sehr übertreiben. Bauen dann lieber nochmal ein paar Bänke zusätzlich mit dahin. Denn wir werden nachher das Problem haben, dass viele Leute zu dem OP-Saal wollen oder woanders hin. Und dann haben die da noch Sitzmöglichkeiten. Die Station bauen wir mal direkt daneben. Machen wir groß. Machen wir den Raum sehr viel großzügiger. Ja. Müssen wir mal schauen. Mist. So rum. Kommt da überhaupt noch jemand ins Bett rein? Sieht mir schon fast nicht so danach aus. So passt es schon eher. Ich weiß nicht, ob es so passen wird. Sieht mir aber so danach aus. So eine Schwester. Wir haben neue Ärzte. So, und du da rein. Du gehst mal da rein. Haben wir noch einen Chirurgen? Nein, aber einen Forscher. Okay, okay, das wäre das jetzt. Ich habe da gar keine Sachen hingebaut, ne? Noch ein Getränkeautomat dahin. So, das sieht ja schon mal nicht so verkehrt aus. Boah, das ist natürlich so teuer. Aber wir müssen unser Krankenhaus erweitern. Heizungen müssen wir noch zusätzlich bauen, sehe ich gerade. Dort eine hin. Eine dorthin. Dann sieht es bei der Wärmeverteilung schon mal besser aus. Boah. Da können wir noch ordentlich erweitern. Gut, hier hätten wir alles. Da hätten wir auch alles. Dann die Entlüftung und die Poliklinik noch. Die baue ich extra so ein bisschen hier so hin, um Platz zu sparen, weil ich fest davon ausgehe, dass sie im Laufe des Levels noch kaputt gehen werden. Dann noch die Poliklinik. Eigentlich könnte ich mir die Feuerlöscher auch immer sparen. Aber ich mache es irgendwie aus Prinzip. Wir haben keine vernünftige Schwester. Wir haben... Ja, den Arzt können wir dafür nehmen. So. Sieht ja auch schon mal nicht so verkehrt aus. Dann Personalraum. Müssen wir auf jeden Fall einen Kredit nehmen. Nehmen wir auch mal nicht zu knapp. Denn wir machen jetzt erstmal den Personalraum. Den bauen wir mal großzügigerweise hier hin. Bauen wir den Ausgang hier, dann könnten wir da noch einen Raum hinmachen. Hier kommt die Billardecke hin. So.
So, und hier können die einfach so entspannen. Fernseher machen wir mal 3 Stück. Desto eher die alle erholt sind, desto besser. So, das passt so. Können wir eigentlich noch größer machen. Also nicht größer, sondern großzügiger. Mit noch einem Billardtisch. Und wenn es nötig sein sollte, können wir das noch erweitern. Aber ich glaube, das dürfte reichen. So, der Forschungsraum ist ja auch sehr wichtig. Den hauen wir mal hier hin. Wie auch in den letzten Leveln zuvor wird der auch wieder länglich gezogen. So. Chirurg, nein, den Forscher, den packen wir da rein. Wir brauchen da auch ein paar Sitzgelegenheiten, 4 Stück. Mist. Ausbildungsraum. Auch nicht zu groß zu sein eigentlich. Vortragsstuhl. Also 6 Stück sollten da schon unterrichtet werden. Das passt auch soweit. Die Pflanze können wir noch mit dahin quetschen und die Heizung hierhin. Auch das passt hervorragend. Noch ein sehr guter Forscher, den nehmen wir natürlich auch noch mit rein. Psychologe und Forscher, den nehmen wir auch noch mit rein. Ein Arzt, der auch nicht so verkehrt ist. Wir brauchen noch einen weiteren Chirurgen. Ach, da ist gar kein Berater, der kann er noch nicht mal ausbilden. Ja, super, wir brauchen einen Chirurgen, der Berater ist. Damit wir den Beruf auch weitergeben können. So, und noch ein Hausmeister haben wir 3 Stück, das langt. Eine Schwester wollte ich erwarten, bis wir eine bessere haben. Und die hier ist definitiv besser. Das sieht auch gut aus. Also ein wirklich sehr guter Start. Wenn es jetzt so weiterläuft, wie es jetzt schon anfängt, dann kann es ein gutes Level werden. Aber ich habe die Befürchtung, dass es nicht so weiterlaufen wird. Das ist ja immer so. Toilette machen wir mal hier hinten hin. Machen wir das so. Auch in die Toilette soll man reingucken können. So, Waschbecken. Mülleimer. Können wir da ruhig ein paar Toiletten mehr reinmachen. So, das reicht. Jetzt haben wir auch die Toiletten. Wir haben die Ausbildungsräume, Forschungsräume. Wir haben alles da, was wir brauchen. Nur wir brauchen noch einen weiteren Chirurgen. Und ich würde sagen, den finden wir dann hoffentlich auch in der nächsten Folge von Team Hospital. Denn wir sind leider schon wieder am Ende einer Folge. Aber wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch dennoch einen Daumen hoch da.
Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, nämlich schon übermorgen, und dann eröffnen wir das Krankenhaus. Und bis dahin, tschüss.